Hallo, mein lieber Skorpion, es gibt jetzt die Winterlegung mit den Lenormand-Karten für euch. So, wir schauen uns den Bereich Liebe, Beruf, Finanzen an und Allgemeines. Ja. Bitte schaut euch auch euren Aszendenten noch an. Ich finde das immer ganz wichtig, ja. Und ich werde jetzt noch, wenn ich die Karten jetzt aufteile, noch nach einem Thema schauen, ja, was jetzt in den Wintermonaten wichtig wird bei euch. So. Für die Skorpione, was kommt hier bitte? Ja. Der Mond. Okay. Schlüssel. Okay. Und der Park. Anerkennung kommt mit Sicherheit aus der Öffentlichkeit. Moment, Erfolg. Erfolg, Lösungen. Wirst du in der Öffentlichkeit bekommen? Also der Mond ist natürlich auch immer so die Psyche, Gefühle, Emotionen. Also ich sag mal emotionaler Erfolg aus der Öffentlichkeit. Ja? Weiß nicht, ob du in der Öffentlichkeit arbeitest, vielleicht bekommst du da Anerkennung, ja, vielleicht hast du irgendeinen Beruf. Oder du stehst irgendwie in der Öffentlichkeit, ja? Okay, meine lieben Skorpione, da sind wir mal gespannt. So, lass mal dich noch im Bild. So, dann lass uns schauen. Okay, die erste Karte, der Fuchs. Aber ihr könnt auch gerne vorspulen, bis alle Karten am Platz sind, wie ihr möchtet. Ich sehe schon, ihr könnt gar nichts sehen. Okay, also ich verschiebe es sowieso später nochmal, ja. Also gut, dann drücke ich mal kurz auf Stopp und verschiebe das noch ordentlich. So, mein lieber Skorpion, es geht weiter mit den großen Arcana-Karten. Hier fragen wir auch noch mal, was in den Wintermonaten für meine Skorpione kommt. Kraft und Stärke, Löwe-Energie und hier, das ist hier das Gericht, das ist auch die Skorpionenergie, ja? Es wäre möglich, dass ihr in den Wintermonaten jemanden verzeihen werdet. Ja, das ist irgendwie so eine zweite Chance. Ich weiß nicht, ob euch hier jemand verletzt hat, aber es wäre möglich, dass ihr hier jemanden eine zweite Chance gebt. Oder es dauert einfach, oder es ist große Stärke ist hier gefragt. Um die Wahrheit vielleicht zu erkennen, ja. Wir schauen einfach mal, was ich so im gesamten Kartenbild sehe. So für meine Skorpione. So,
So, also die Hauptperson bist du hier. Du bist hier auf dem Platz des Berges. Auf deinem Hausplatz ist gleich darunter, haben wir den Reiter. Dein Gegenüber ist hier auf dem Platz des Schiffes und auf dem Platz des Herrn, also auf des Gegenübers, muss nicht ein Herr sein, haben wir die Sense. Okay, ja, ihr seid auf dem Platz des Berges. Somit würde ich sagen, ihr seid vielleicht in den Wintermonaten etwas unnahbar. Kann auch sein, dass euch etwas blockiert, dass es einfach Hindernisse gibt, also die bewältigt werden müssen. Ja, Herausforderungen, Berg besteigen zum Beispiel. Ja, also da ist ja auch, es dauert einfach ein bisschen. Es ist jetzt nicht so ein ganz großes Problem, aber es ist halt einfach, es ist etwas da und du musst hier drüber steigen. Ja. Ansonsten würde ich sagen, hast du eventuell viele Dates? Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt, ob du jemanden suchst oder ob das einfach Verabredungen sind. Du bist hier ganz viel in Bewegung. Vielleicht machst du hier ganz viel Sport. Vielleicht kommen hier auch neue Chancen, Angebote auf dich zu. Ja, oder du bist viel mit dem Auto unterwegs. Ja. Okay, ich würde mal ganz kurz gern gucken. Ah ja. Etwas im Bereich Liebe, etwas im Bereich Herz, im Herzensbereich blockiert dich hier, ja. Da hast du einfach Herausforderungen. Ich sage dennoch immer gerne, dass es auch ein Partner sein könnte, der weiters weg wohnt, muss aber nicht sein. Okay, also gut, zu deinem Gegenüber. Schau selber, wer das ist, ob das jetzt dein jetziger Partner ist oder ob das eine wichtige Person ist, mit der du in den Wintermonaten zu tun hast. Von den Energien habe ich hier Krebs, Skorpion, Fische und Stier, Jungfrau, Steinbock. Ich sehe jemand Älteres oder jemand Jüngeres. Blonde Haare, graue Haare, weiße Haare, Perücke, Glatze. Und ja, so arg dunkel sehe ich hier nicht mehr. Hellbraun ist so das Dunkelste, sage ich jetzt mal. Ja, oder grau. Okay, zu deinem Gegenüber. Ja, der ist hier auf dem, der oder die, dein Gegenüber ist hier auf dem Platz des Schiffes. Entweder die Person ist sehr reiselustig, vielleicht passiv, ja, geht gar nicht so auf dich ein, falls es ein Partner sein sollte. Kann auch sein, dass die Person sehr geduldig ist. Und ja, das wäre jetzt auch wieder, ist dein Partner, wohnt dein Partner weiters weg, weil hier ist. Er ist ja auch auf dem Sehnsuchtsplatz, ja, dass man Sehnsucht hat. Ja, auf dem Platz deines Gegenübers habe ich ja auch hier die Sense. Ist dein Partner verletzt momentan? Ja, also mit den Gefühlen eventuell, ja. Vielleicht hat ihn etwas, was den Bereich Treue betrifft, Unterstützung betrifft, verletzt. Ja, das wär hier möglich. Dein Gegenüber hat auch noch nebendran den Turm. Ja, also dein Gegenüber. Hat den Gedanken, sich aus dem Häuslichen zu trennen. Ja, hier ist ja normalerweise der Hausplatz. Und jetzt ist hier die Isolation. Oder aber die Person fühlt sich zu Hause wahnsinnig alleine. Ja, hat einen Partner, aber fühlt sich hier wahnsinnig alleine. Hat auch wahnsinnig viele Zweifel, Ängste. Ja, ich denke trotzdem, die Person kommt hier wieder raus aus dieser Isolation. Ja, weil die Maus, die knabbert jetzt an der Isolation, vielleicht geht da was, ja. Oder knabbert an dieser Trennung, ja. Vielleicht hat man sich ein bisschen zurückgezogen, macht sein eigenes Ding und es gefällt der Person nicht. Ja, die Person, ja, siehst ja auch, was hier sonst noch ist, der Fuchs, Dinge, die sich falsch anfühlen, ja, und auch so Aufregung. Aufregung hat deine Person. So Dinge, die es klären muss und dann halt hier dieses
den Hinweis auf Trennung, auf Rückzug oder dass es sich einfach wahnsinnig isoliert fühlt. Sagen wir mal, die Person ist selbstständig, ja, dann wäre es natürlich, dass die Person in der Selbstständigkeit ganz viel zu tun hat, einfach Stress, ja. Es kommuniziert hier viel, es hat hier einfach viel vor, ja, das wäre auch möglich. Dein Gegenüber drückt hier aber so den Herzbereich so ein bisschen runter, ja, also nö. Kopfbereich sehe ich jetzt natürlich nicht, aber so die Liebe, nee, ich möchte mich jetzt gerade nicht damit beschäftigen. Liebe, nee, gerade weniger, weniger, ja, weniger. Und auch so das Beständige, dass ich an irgendwas Beständigem arbeite, nee, also oder Weiterbildungen, nee, also da bin ich jetzt gerade gar nicht in dieser Stimmung, nein. Also ja, das ist jetzt bei deinem Gegenüber. Okay, und bei dir sehe ich hier Lösungen durch, also du möchtest hier Lösungen finden und das Gespräch suchen, ja, das Gespräch mit diesem Gegenüber bezüglich dieser Isolation. Warum fühlst du dich isoliert? Warum haben wir uns getrennt oder warum sind wir auf Rückzug, ja? Kann auch sein, dass du nach Lösungen schaust. Warum streiten wir uns wegen eines Rückzuges, ja, was gibt es, wie könnten wir das klären? Ja, das hast du im Kopfbereich. Was du nicht so dir anschauen möchtest, ist so zu viel unterwegs zu sein, das belastet gerade. Nee, das willst du jetzt gerade nicht. Ja, du bist zwar, ich habe so das Gefühl, du hast hier viele Termine oder Verabredungen, vielleicht zur Familie und so weiter. Das fühlt sich aber für dich nicht gut an, ja, weil hier ist immerhin der Fuchs. Es fühlt sich nicht gut an. Ja, ich mache es zwar, aber nee, ich bin gerade gar nicht in der Laune, jetzt viel Sport zu machen oder viel unterwegs zu sein. Nee, das belastet mich eher. Ich möchte es einfach gerade nicht, ja. Okay. Ja, das Herz ist hier auf dem Platz der Streitereien. Ja? Also hier muss einfach etwas geklärt werden, gesäubert werden. Ja, einfach die Streitpunkte, die will man klären. Ja? Man möchte das weniger haben, man möchte wieder unterstützend füreinander da sein, man möchte wieder kommunizieren. Ja? Ich denke auch, dass man sich hier aus dem Zuhause zurückgezogen hat, das möchte man hier auch wieder klären. Ja, eine Lösung finden dafür, mehr Stabilität wieder zu haben im Bereich der Liebe. Ich denke schon, dass hier wieder Leichtigkeit reinkommt. Das ist hier der Wunsch, definitiv. Genau, dass man hier vielleicht doch mehr Zeit miteinander verbringt. So, die genaue Tendenz würde ich mir halt gerne später anschauen bei der erweiterten Legung, mein Lieben. Ja? Okay, dann schauen wir okay, aber trotzdem, ich würde hier trotzdem mal so den Zukunftsbereich gerne anschauen. Oh je, also gut. Dein Gegenüber nimmt von etwas Abschied, nimmt Abschied von Falschheiten, wäre möglich. Oder nimmt Abschied, macht eine Pause von falschen Dingen, von Lügen, von Lügnern im Umfeld, ja, oder von dieser Person hier. Weiß nicht, ob das eine Rivalin ist, ob das eine Ex-Frau, Ex-Person ist, ja. Auf jeden Fall möchte das hier irgendwas hier wegbekommen, ja. Also Abschied nehmen von etwas. Ja, man sieht hier auch, was hier bei deinem Gegenüber ist. Also, ja, ist auf Rückzug oder Rückzug bezüglich Streit in der Beziehung. Ja, man möchte hier etwas verändern, aber was hier mit dieser Frau zu tun hat, vielleicht mit einer Ex-Partnerin zu tun hat, das geht einen total auf die Nerven. Ja, also das macht einen sehr empfindlich, sehr emotional. Okay. Ja, ein Neuanfang verzögert sich, würde ich hier sagen, ja. Emotional kommt hier wieder Heilung rein. Kann sein, dass hier der ein oder andere sich ein bisschen unwohl fühlt. Ja, du bist ja sowieso auf dem Platz der Blockaden oder der Herausforderung. Sagen wir mal Herausforderung. Da kommt auch wieder eine Heilung rein. Also du wirst hier dich
Du wirst dich davon erholen. Es wird jetzt nicht die ganzen Wintermonate so bleiben. Ja, auch bei dir im Bereich sehe ich hier mit dem Sarg und der Veränderung. Abschied, Abschied von einer Schwester, Abschied von einer Frau, Abschied oder verlassen von etwas, was einem nicht gut tut, ja. Könnte aber sein, dass es hier wirklich, also könnte eine Arbeitskollegin sein, könnte eine Rivalin sein, könnte eine Schwester sein, ja, eine ältere Frau vielleicht einfach nur. Man möchte hier einfach von jemandem, der einem auf die Nerven geht, sich von etwas verabschieden. Kann auch sein, dass man sich hier wieder versöhnt, weil hier ist der Neuanfang, ja, auf dem Platz des Mondes, ja. Also ich sag mal, wenn man das hier geklärt hat, sich von diesen emotionalen Dingen befreit hat, dann kommt hier auch wieder ein Neuanfang, also Frieden rein. Ja, es wäre auch möglich. Okay. Ja, bei dir ist hier was im Häuslichen. Ja, das ist schon mal die Trennung, der Rückzug. Vielleicht seid ihr einfach sehr viel zu Hause. Vielleicht möchtet ihr das gerade so. Ja, ich sehe zwar, es ist hier viel Bewegung. Ja, aber ich habe so das Gefühl, lieber ist es euch, wenn ihr mehr zu Hause seid und euch um Dinge kümmert, ja, um Familie und so weiter. Natürlich kann es auch sein, dass man sich von einer Wohnung trennt, von einem Haus, von einer Wohnung trennt. Und hier wäre schon wieder der Schlüssel für ein neues Haus, neue Wohnung, ja. Das wär tatsächlich auch möglich, da der Schlüssel einfach auf dem Platz des Neuanfangs ist. Ja? Aber die Sache wird wahrscheinlich jetzt noch etwas unklar sein. Ja? Du hast den Schlüssel eventuell jetzt noch nicht. Ja? Gut. Im Beruflichen hat man hier einfach viele Wünsche, viele Träume, die man sich verwirklichen möchte. Plötzlich findet man den Schlüssel, also findet man das Geheimnis raus, ja, das habe ich so das Gefühl. Plötzlich findet man ein Geheimnis raus, was hier ein Geheimnis von einem Freund oder was von einer Unterstützung, was sowas betrifft, ja. Ganz plötzlich. Plötzliches Geheimnis kommt bei einer Einladung raus, bei einer Feier. Vielleicht ist man da bei den Eltern, bei einem älteren Herrn, bei einer Dame hier. Hier sehe ich es schon wieder. Man ist in der Öffentlichkeit einfach viel unterwegs, ob man will oder nicht. Ist hier viel unterwegs. Okay, Entscheidungen sind schicksalshaft. Das ist sowieso hier bei dir im Fußbereich. Also ich denke, das musst du hier angehen. Du musst hier irgendeine Entscheidung treffen, was die Finanzen aber betrifft. Oder Bereich Gefühle. Gefühle kann natürlich auch sein. Okay, so, schauen wir mal hier rüber bei dir. Finanzielle Unklarheiten und Herausforderungen. Oh, das schaue ich mir später auf jeden Fall nochmal genauer an, ob ich euch da ein paar Tipps habe im Finanziellen. Es sind einfach Herausforderungen und Unklarheiten. Ja, das heißt jetzt nicht, dass hier irgendwas viel weniger wird, aber wir schauen, weil immerhin ist hier die Schlange, ja, Verzögerungen, Komplikationen im Bereich der Finanzen, ja, oh. Belastungen im Bereich der Finanzen. Aber es gibt auch Wege, Entscheidungen und ich würde mir das einfach nachher mal anschauen. So. Ich schaue mal noch schnell durch. Ja, der Beruf ist ja auf dem Platz des Briefes. Ah. Brief. Oh, auf dem Platz der Sonne. Schicksalshaft. Oh, im Beruflichen kommt was schicksalshaft rein. Ein Brief. Ein Neuanfang. Moment.
Ein Brief kommt hier rein. Ah, die haben sich ja auch getauscht hier. Eine Einladung. Okay, müsste ich mal nachschauen. Also vielleicht hast du hier ein Vorstellungsgespräch oder einen Vertrag. Das schauen wir mal. Bereich Verträge habe ich hier sowieso die Sonne. Ja, also das ist auf dem Platz der Sonne. Verträge, Verpflichtungen, genau, Beziehungen, Partnerschaften. Und hier ist diesmal gelandet, der Ring. Der ist hier auf dem Platz der Wolken. Ja, undurchsichtig, noch etwas im Nebel. Ja, wie es hier dann weitergeht. Ja, und deswegen werde ich mir das auch mit dem Tarotkarte noch anschauen. Okay, ich würde sagen, vorerst ist das mal alles und den Rest schaue ich dann in der erweiterten Legung an. Ich würde mich freuen, wenn ihr in Teil 2 kommt, einfach um noch mehr zu erfahren, detaillierter Dinge zu erfahren, vielleicht auch Lösungen und Ratschläge zu bekommen, ja, für verschiedene Bereiche. Genau, und ja, meine Mitgliedschaften, die sind auch monatlich kündbar. Ihr könnt auch einfach reinkommen, probeweise, falls ihr noch nicht dabei seid und einfach mal reinschnuppern. Falls ihr persönliche Kartenlegungen wünscht, kontaktiert mich einfach gerne per E-Mail und dann können wir schauen, ja, dann können wir einfach mal schauen, in euren Bereich genauer, ja, weil das ist ja einfach für das Kollektive und es kann natürlich nicht mit allen übereinstimmen. Vielleicht ist ja eine Tendenz da, genau. So, dann wünsche ich meinen lieben Skorpionen wunderschöne Weihnachten, habt eine gute Zeit, bis bald dann, tschüss.